Mission 1 abgeschlossen. Okay. Team Osiris, Sie haben Landeerlaubnis für Andockbucht 11. Sehr Erfolge. Jetzt wieder eigentlich Erfolge, wenn du so einzeln spielst und mit jemandem zusammenspielst, oder? Es gibt für jede Mission, die du abschließt, egal in welchem Modus du erfolgst. Es gibt aber auch eigene Koop-Erfolge. Das heißt, ich muss nicht einmal auf Legendär alleine spielen, um halt dort den Erfolg zu kriegen, sondern es reicht, wenn ich mit Koop Legendär spiele, um alle Erfolge zu kriegen. Vor drei Wochen habe ich Ihnen meine Position gegeben. Einen Erfolg. Hatte sie gewarnt. Das besprechen wir Legendär alleine. Parma? Was hat sie getan? Wie weit ist es schon gekommen? Gute Arbeit, Osiris. Was meinst du, worum ging's da? Ich bin nur der Schwarze, mich interessiert das nicht. Hat er nicht gesagt. Oh, Coolio, okay. Ich will Linda sein, wenn du nichts dagegen hast. Okay, dann bin ich der Chief. Weil Linda ist die beste Gewehrschützin ever. Und deswegen muss ich einfach Linda spielen. Aber der findet jetzt schon alle andere Mitglieder? Oh, guck mal, wie der Daumen zuckt. So angespannt. Die sind schon da? Seit der Grundausbildung nicht mehr erlebt. Ihm geht's gut, Fred. So viele Missionen hintereinander sind echt gut. Wieso sind die jetzt schon da? Sierra 117, meine Herren. Team Blau hat Argent Moon geortet. Anzeichen von Feindaktivität. Aber sie ist noch hier. Verstanden, 117. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie Argent Moon. Legen Sie los, sobald Sie bereit sind. Bestätigt, Infinity. 117, Ende. Ich dachte, er muss die erst suchen, irgendwie zusammenfinden oder sowas. Die finden ihn oder so. Hä? Ja gut, er war auf der Erde halt, ne? Er war ja auf der Erde, dann haben sie natürlich alle wieder zurückgeholt. Danke. Okay. Vielleicht muss man auch solche Bücher lesen, um genau zu erfahren, wie das zusammen. Dafür gibt es noch ein extra Buch. Okay. Ich denke. Ich glaube, zwischen Helle 4 und Helle 5 ist nochmal ein Buch erschienen. Team Blau, ausrücken. Ah, es ist schon wieder so episch. Die Angol widersetzen sich. Schmeißt sie aus der Luftschleuse. Und in diese Luftschleuse werden sie wahrscheinlich jetzt reinfliegen. Ich wusste es. Normalerweise müsste das ganze Vakuum. Kannst du doch sagen. Da ist es ja. Ich wollte es gerade sagen. Schönes Ding. Kann sein, dass ich eine Sniper habe. Oh ja, ich hab was. Was wissen wir über Argent Moon? MND-Forschungsstation. Der Kontakt brach vor 19 Monaten ab. Kikya-Plünderer entdeckten es und verkauften es an Julem Damas Leute. Wir schalten die Alice aus und übergeben sie dem MND. Das geht am schnellsten, wenn wir die Steuerzentrale unter Kontrolle bringen. Wir schalten alle Feinde auf dem Weg aus und deaktivieren Schwerkraft und Lebenserhaltung. Das Rechenzentrum ist direkt voraus. Dort können wir Argent Moons Lageplan abrufen. Kelly, du solltest schon längst da sein, als die schnellste Spartan, die es gab. So. Ja, das waren nochmal Schakale, oder? Ja. Mit dieser Station haben sie Jahre teurer Forschung verloren. Ah, okay. Ist cool, so hier im Spartan-Squad rumzulaufen. Ja, vor allem mal richtige Spartan. Diesmal richtige Spartan. Das ist das erste Mal, dass du einen richtigen Spartan-Squad rumläufst. Das war echt für Koop ausgelegt, eigentlich, das ganze Spiel. Oh, ich vermisse das. Hey! Oh, sogar die Schakale labern jetzt. Ja.
Ein bisschen ein Atmosphäre-Killer immer, bin ich dieser Grunty vor dem Party-Schädel. So lustige kleine Spielrunden ist das super. Du behalt mal deine Granaten. Ah ja, Stimme von dem anderen, kenn ich noch irgendwo, ja. Gibt ja in jedem Level einen Schädel und Soldatenpads. Weiß ich doch, ne? Nur hast du nicht jetzt ein bisschen. Nee, komm lieber das hier mit. Nicht ein bisschen wundern, sondern was soll ich gerne gehört haben, aber. Na, wie heißt es denn jetzt nochmal? Niedler. Niedler hat sich gerne gehört, aber. Ja. Das Rechenzentrum ist nicht mehr weit. Los! Also der Sound ist echt auf einem neuen Level angelangt. Das ist wirklich geil. Ja. Ja, Next Gen halt, ne? Wir haben einen vollständigen Satz Sicherheitsschlüssel für die Station. Damit sollten wir den Lageplan abrufen und einen Weg zur Steuerzentrale finden können. Also ich finde, das sieht grafisch schon auch gut aus, aber irgendwie der Sound beeindruckt mich mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, von der Grafik her hat sich nicht so viel zu Halo 4 geändert, irgendwie, finde ich. Nee. Es ist einfach mehr los auf dem Bildschirm, noch mehr Details. Die Videos sehen halt extrem geil aus. Bin ich hier drauf? Niemand vom MND kam hier lebend raus, oder? Nein. Dann los. Okay. Was? Was? Nee, okay. Ein bisschen mal rumspielen, ne? Muss ja auch mal sein. So, ich genieße kaum die richtige schöne Landschaft hier. Ey, das ist aber auch doof. Okay, jetzt sind wir natürlich hier in einem ziemlich hässlichen grau-blauen Gebäude. Boah, das erinnert mich so ein bisschen an Mass Effect hier, ne? Ich weiß auch nicht warum. Ja, hat was davon, stimmt. Müssen wir nicht den Aufzug hier nutzen? Ah ja. Hast du schön Knöpfchen gedrückt, hast du fein gemacht. Ja, bist du feiner, Impi. Leute, habe ich keine Lampe an? Bestimmt schlachten sie den Prototypen für Ersatzteile aus. Weil ich kann mich nicht anleuchten. Sie reißen sich unter den Nagel, was immer sie finden. Der Krieg der Allianz gegen den Gebieter läuft so beschissen. Julem damals vieles, aber er ist kein Prophet. Ah, der Krieg zwischen dem Gebieter und der Allianz. Ja. Ich habe keine Ahnung. Los, mach die Luke auf. Durch diese Mauer da. Brechen wir durch. Das darfst du jetzt mal machen. Muss ja auch lernen. Rennen Sie und drücken Sie dann B. Das ist nicht rennen. Boom! Klopf, klopf! Wer ist hinter der Tür? Bitte, bitte, warum? Bam, ich bin Kelly, die beste Gewehrschütze. Was macht der denn da? Boom. Boom. Weg ist er. Ich bin down. Wie schnell ging das denn? Ich hab's auch ein bisschen übertrieben mit okay, das war's. Boah, ich bin instant. Alter, wie schnell war ich denn jetzt weg? Alter, auch für den Wiederbeleben war richtig schnell weg. Okay, nochmal, sprinten! Da war nix! Nochmal, sprinten! Boom! Klopf, klopf nochmal! Chagall? Was ist ein Chagall? Boah, Alter, bin ich schlecht mit der Sniper. Was? Schädel als Hut tragen? What the fuck? Ich wurde von einem Terroristen-Grunt erledigt. Hilfe! Impi! Hilfe! Ich bin tot! Hallo! Juhu! Panzerung gesperrt, ich komme nicht hoch! Danke! Das ist ein Terroristen-Grunt. Attentäter-Grunt, Selbstmord-Grunt. Ach so. Boah, Alter, wichst ja. Boah. Mann, das ist immer so knapp daneben. Hier, friss mal die geschneuten Scheiße. Schon wieder Terroristen gegangen.
Boah, jetzt wurde ich gestuckt, Alter. Ich hab noch Munition für die Sniper. Ich muss gut aufheben. Dann hab ich auch so wenig Munition für die Sniper mitgenommen. Verdammt, die Stadt hab ich nicht vorbereitet. Auf dem Weg. Hab ich schon. Kein Problem. Problem. Danke. Warum kriegst du dafür keinen Erfolg? Ach komm. Gib mir mal zur Hand. Warum sterben sie nicht? Wird erledigt. Erledigt den Elite. Roger. Okay. Hab ihn. Gesichert. Hier liegen überall Schrottis, Alter. Ja, versteht's auch nicht. What the fuck, man? What the fuck? Ach du, was denn? Du Scheiße, wie lange liegen die denn hier schon? Was hast du gefunden? Oh. Kacke, Digga. Ja, der hat doch zu Beginn irgendwie gesagt, dass sie schon seit 2 Jahren keinen Kontakt oder wie viele Monaten keinen Kontakt mehr haben zu AGV. Ja, Monaten. Das ist nicht innerhalb von Monaten weg. Außerdem muss es doch stinken wie Sau. Warum hat der erst so weggeräumt? Wo sind die auch gerade erst hier gelandet? Ich denke, die sind erst gelandet hier. Ganz haben wir Jetpacks. Ah, das meine ich zum Beispiel hier. Das ist wieder so ein Areal, das geht über mehrere Ebenen. Geil. Ja. Ganz ruhig, Linda. Du bist in meinen Schuss gelaufen, Master Chief. Ja? Ganz ruhig, Linda. Jetzt geht's doch raus hier. Das Schöne ist halt, darauf, dass du dich jetzt auf Kanten auch so hochziehen kannst und so. Das ist alles so ausgelegt, um über mehrere Ebenen zu spielen. Das finde ich ziemlich cool. Alter, halt auf meine Schüsse zu rennen, dann kann ich auch nicht abholen. Was wolltest du sagen? Dass halt jetzt du deine Figur auswählen kannst, welche du spielen willst, und dass sie halt unterschiedlich ausgerüstet sind. Also jeder hat so seine eigene Waffenkombination hier, weißt du, und dann hat jeder seine eigene Aufgabe so ein bisschen. Finde ich mega sweet. Das ist wirklich perfekt für Co. Ach, da kann man eigentlich hier wieder Punkte sammeln oder sowas? Das weiß ich nicht. Das ist meine geschmolzene Scheiße! Das ist meine geschmolzene Scheiße! Alle Ziele ausgeschaltet. Okay. Weiter zur Steuerzentrale. Ach, das ist die Stimme von Vin Diesel! Stimmt. Mir kam jetzt auch schon die ganze Zeit über so bekannt vor. Wie cool ist das denn? Ja, da haben sie nicht Geld gespart, weil ich so ein Sprecher. Wow! Fuck, das, ich springe auch noch hinterher! Ich spring gerade auf die Brücke, wo er es kaputt macht. Dummes ist. Ich muss noch was trinken, Leute. Team Blau, meld. Sierra 117 an Team Blau, meld. Sierra 117, kann mich jemand hören?
Nein, können wir nicht. Wahrscheinlich bin ich noch irgendwo zu finden. Dass wir dann zu zweit rumlaufen müssen. Cortana! Chief, die Domäne ist offen. Meridian wird folgen. Cortana? John, die Rückgewinnung steht bevor. Alter, wie war es denn gerade mit Craig? Hat er das genommen? Auf Meridian. Wer? Deine Mutter? Cortana. Boah, was für ein Psychotrip ist das denn jetzt? Das kann nicht sein. Das war wirklich ein Horrortrip. Du sagtest, sie wäre tot. Ich habe sie sterben sehen. Erledigen wir erst die Mission, dann können wir reden. Licht an. Frederick, bring uns auf Kurs zur Steuerzentrale. Wie mach ich denn den Lageplan auf? Es gibt einen Fahrstuhl dahin, aber der Zugang ist 4 Decks. Bei mir automatisch angemacht. Markieren Weg. Halte mal Munition. Ich gehe hier lang. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich gehe hier lang. Dann gehe ich jetzt hier lang. Ja, dein Sniper-Gewehr eine gelbe Spitze. Damit man. Feindkontakt! Damit sich, wenn ich jetzt draußen damit rumlaufe, die Polizei mich nicht verhaftet. Mhm. Oh Gott, das ist eine dumme Erklärung. Oh, eine Pistole. So, was passiert denn hier gerade? Schweißt du doch einmal durch. Natürlich. Dass sie so einen festen Schlaf haben. Aktive Tarnung. Oh. Sie dürfen uns nicht behindern. Ich bin tot. Panzerung verliert an Energie. Lauf weg! Schießen auf die Eliten. Kelly! Bitte steh nicht drin rum. Hilf mir. Kelly! Fick dich, Kelly. Respawn 20.5. Gesichert. Chief, was hat Cortana dir gesagt? Nicht genug. Irgendwas über Meridian. Meridian ist tiefste Provinz, wenn sie noch aktiv ist. Was macht sie so weit da draußen? Ja, Paul, sehr schön. Du existierst, kein interessiert. Schnauze. Ich bin drüber. Habe ich gerade einen Fehler gesehen, der hatte gerade 3 Plasmagranaten. Eine Hand, 2 Flügel oben. Jetzt, meine Fresse. Alter, was macht denn da so der dicke Nachbar schon wieder? Jäger, sie halten mit uns Schritt. Nope. Jäger. Und die dicken Nachbarn! Ich hole gleich die Polizei. Warte mal, ich bin die Polizei. Ich kümmere mich drum.
Voll reingerannt. Ruf doch die Polizei! Brauche Hilfe! Also Blaulicht habe ich schon mal gesehen. Danke, Spartan. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Wir sollten weiter nach unten. Tue ich doch, ne? Ich gehe jetzt hier lang. Der große Mann ist fertig! Der große Mann ist fertig! Ich komm von hinten! Ich hab einen Schleichweg gefunden. Wow. Warte, nein! Warte, nein! Warte, nein! Warte, nein! Deck 3. Noch eins weiter runter bis zum Aufzug zur Steuerzentrale. Mach ich. Weil eine Gruppe Allianzschiffe eingetroffen ist. Wir sind in der Unterzahl, Chief. Ein paar Tausend zu eins. Wir können ihn Argent Moon nicht einfach überlassen. Genauso wenig können wir es mit der halben Allianz aufnehmen. Dann vergessen wir die Steuerzentrale. Neuer Plan, verbrannte Erde. Wir zerstören Argent Moon. Okay, Chief. Warum bist du eigentlich mit einer Lampe? Ich habe eine Lampe. An meiner Shotgun ist irgendwie eine Lampe dran montiert. Ich drück grad wie wild an den Knöpfe. Der Reaktorkern ist nicht weit. Gleicher Plan wie bei der Perpetual Devotion? Wir überlasten den Reaktor und verschwinden. Die Station explodiert und zerstört alle Schiffe. Der Reaktor ist unterhalb des Labors vor uns. Wir können über den Lüftungsschacht ins Innere. Markiere den Zugang. Oh, ist das cool, deine Stimme zu hören. Ey, das ist so sweet. Ja. Ich drück den Knopf. Ich hab sogar drei Knöpfe gedrückt. Fast in der Series 7 liegen, die muss ich mir jetzt mal anschauen. Tage. Boah, der ist so sweet, der Film. Ja, ich hab damals irgendwie verpasst, den im Kino zu sehen. Sorry, aber die BR hat zu wenig Munition. Jemand hat der Allianz den Kopf abgeschnitten. Echt jetzt, da ist ein Punkt, Punkt, Punkt überhalb der Figuren. Jäger. Sie sind stark, aber langsam. Nutzt die Laborausrüstung, um außer Reichweite zu bleiben. Feuer frei. Boah, der baut sich ja auf. Boah. Boah, nice. Mit diesen Würmern. Ja. Geil. Richtig geil. Mach das Orangene weiter. Oh. Aber ich habe hier eine Datenbank gefunden. Direkt bei mir ist eine Datenbank. Lol. Aber direkt an meinem Todespunkt ist ein Datenpack. Kelly ist die einzige, die noch steht. Jetzt bist du noch dabei. Aufnehmen. Warte auf sichere Bedingungen zum Respawn. Ich werde sowieso nochmal irgendwann auf leicht spielen und dann alle Sachen sammeln. Ja, aber sobald ich jetzt schon was habe, nehme ich es gleich mit. Ja. Speichere ich mir die schon mal. Okay. Sicher. Boah. Also Hunter sind wieder richtig zu einer Bedrohung geworden. Ja. Ich nehme mal den anderen hier und da. Schuss. Alter, wenn meine Figur mal geil ausreichen würde, wäre mal sweet. Boah, Alter. Früher waren sie irgendwie so eine Mission. Boah, fuck! Ein Schuss mit der Pistole in den Rücken und die waren down, ey. Ja. Vor allem, die können jetzt in zwei verschiedenen Modis, entweder als MG oder als Dickschuss oder was. Dickschuss. Danke. Ah ne, einer hat Dickschuss und der eine hat MG, okay.
Linda, ich komme. Alles okay, Kelly. Bin noch am Boden. Kelly, meine ich doch. Ich bin Linda. Ich mache gerne Selbstgespräche. Kelly, ich stehe doch nicht wieder sofort. Kelly ist schon wieder down. Die Blaue, ich brauche Unterstützung. Alles okay. Das ist schön. Ich bin wieder da. Alter. Schön mit dem. Oh, fuck! Wow. Schub, du bist ausgerichtet. Was soll das? Das ist die erste Stelle, die mal ein bisschen schwer.